Hey Leute, ich bin's wieder. Wake up. Wakey wakey. Drache Char mit LP dran und in der heutigen Episode machen wir, wie ihr sehen könnt, weiter mit Let's Play The Emperor's New Groove. Ich habe da gerade irgendwas verfehlt, oder? Ja, in der letzten Episode haben wir das Level so richtig verpatzt. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich alle Münzen einsammle. Ist wohl so ein. Let's have a look, see. I see what you did there, game. Es war einfach so eine Gamer-Reaktion auf Total Failure. Da kommt man nicht mehr hoch. Okay. Gut zu wissen für den Zeitpunkt, an dem wir dieses Level noch einmal spielen dürfen. Weil ich so bescheuert war. Egal. Let's see. Das war ein Bonus. Ah, sehr schwer Musik. Ich glaube, jetzt kommt eigentlich der Boss-Fight. Weil jetzt verwandeln wir uns zurück in ein Lama. Oh yeah. Hey, hey, hey. I'm a llama again. Und hier sieht das sieht aus wie eine finale Boss-Tür, ne? Hey, Pacha. Yeah, just catching my breath. Ja, ich bin einfach so am Luft holen. Yeah, yeah, sure, sure. Hat mir das nicht schon egal. Okay. Oh, right. Stimmt. Nein, Falschtaste. Ja, also heute ist der 19. April, wenn es jemanden interessiert. Das ist ein 13 natürlich. Und jetzt sollte es kommen. Ich weiß, das müsste mir nicht ausreiben. Press X to save. Yes, I'm sure. Yes. Gut. Ah, mal gucken. Das nächste Level sollte eigentlich... Hoffentlich dauert es 20 Minuten oder so. Nein, 18 jetzt. Catacombs, Chapter 5. Cusco, line up with the corners and I'll bet they'll automatically turn us around. 50 Coins, okay. Das schaffen wir. Oh yeah. Ah, oh, ihr könnt ja kreuzweise einfach gerade gleich am Anfang. Ja, das würden wir sicher in 20 Minuten schaffen. Okay, rechts. Na, zumindest ist die Musik wieder so. Woohoo! Oh, come on. Yeah. Es ist, ja gut, es ist 15 nach 10, Viertel nach 10, abends. Es ist, ich habe heute, ab heute Ferien. Und heute war ein komischer Tag. No, Coins. Give me all the Coins. Okay, jetzt muss ich Aufmerksamkeit, aufmerksam sein, nicht Aufmerksamkeit sein. That was stupid. Yeah. Aber egal, die Musik ist geil. Dun, 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 dun. Ah, okay. Oh, jetzt interessiert euch wahrscheinlich mein weiteres Vorgehen, sobald das Spiel einmal beendet ist. Natürlich, wenn ich dann nicht so das was trinken. Ich sollte das Projekt. Ich werde das. Oh, mein Gott! Hm. Ich werde das Projekt nicht beenden. Wir werden nämlich alle Level nochmal durchspielen, damit wir 100% haben. Und das wird natürlich alles on-screen geschehen, ist klar. Ich werde gucken, ob ich Safe States benutze bei den Flusslevel, aber wahrscheinlich nicht, weil ich viel zu sehr an meiner Game... Ja, du kannst nicht mehr kreuzweise spielen. Hm. Gamer hier und so, ihr wisst, kennt das wahrscheinlich. Wieso muss ich eigentlich diesen OCD-Komplex haben? Das ist dasselbe wie bei Rayman, nicht Legends, sondern Rayman Origins. Habt ihr da versucht, mal alles zu kriegen? Es ist... Das macht einen einfach fertig. Jesus, trotzdem. Whee! Ja, Pacha, wihi! Thank you. Oh Gott. Okay. Oh Gott, no, 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 no. Oh yeah. No, 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 dreh mich um, danke. Oh yeah. Oh fuck. Yeah. Ich hasse diese Umdrehung. Ich hasse dieses Umdrehzeug, ernsthaft. Das ist halt... am Anfang dauert es halt lange, ne? Aber ich habe die Münzen nicht verfehlt, Leute, ne? Ja! Ich bin viel zu müde, um das jetzt zu spielen. Aber... ich will halt letztlich... Okay, jetzt will ich eigentlich schon, es macht Spaß. Ich darf mich nämlich so legitim über mich selbst aufregen, das ist immer schön, ne? Man einen Grund hat, sich selbst ein Douchebag und so zu nennen. Was? Nein, ich habe keine Probleme.
Ich sollte wirklich für später. Ja! Spiel, was soll das? Ich muss genau dort landen, wo du. Okay. Das Spiel trollt mich. Oh yeah. Das ist schön, ne? Ah, ich freue mich im Fall schon auf das nächste Projekt. Das wird sowas von. Ja, es hat auch ein 100%. Es wird auch ein 100% Run sein, und das wird. Okay, so viel darf ich verraten. Das wird ein halb blindes Projekt sein. Ja, ein blindes Jump'n'Run-Spiel. Und ihr werdet nicht überrascht sein, wenn ihr seht, welches Spiel das ist. Halb blind. Ja. Und nach dem Spiel kommt dann ein anderes Spiel, auf das ich mich sehr freue. Oh yeah! Like a boss. Nein, ich werd nicht zu Save-States zurück. Warte. Nein, falsch. Grummel. Oh ja, Grummel. Mann, ich brauche ein Chocolate Frappuccino jetzt. Exzellent. Aber da ich jetzt. Hey, was soll das? Ernsthaft? Ja. Ah, Spiel, hör auf mich zu trollen. Ich hab doch vorhin irgendwas ge. Ah ja, stimmt. Ja. Momentan consider ich eigentlich zwei Jump'n'Runs auf einmal zu machen, sobald dann Warcraft 3 beendet ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch da. Aha, ja, danke. Wie lange das noch dauern wird? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viele. Okay. Nee. Danke. Okay, hier irgendwo sind wir runtergefallen. So viel weiß ich noch. Ich bleib einfach in der Mitte. Nein! Okay, ich muss hier nach rechts gehen. Was bedeutet, ich muss nach links drücken. Okay. Ja, die Levels kann ich noch zu 100% abschließen. Weil ich das. Ich darf das immer wieder von vorne machen. Das ist schön. Das Spiel ist einfach sozial. Ernsthaft? Ich verstehe das nicht. Das lässt mich einfach. Ja, auf jeden Fall nicht passieren. Und das finde ich mega schön. Oh Mann, hoffentlich kriege ich keinen Wutanfall. Das wäre nämlich ziemlich detrimental. Gibt es das denn in der deutschen Sprache, Mann? Wie kennt ihr das, wenn ihr manchmal denkt, das Wort gibt es auf Deutsch und dann müsst ihr rausfinden, dass das Wort gibt es überhaupt nicht auf Deutsch. Ihr habt das die ganze Zeit verwendet. Ja, so richtig ist es mir. Ja, ist auch noch nicht passiert, aber. Ich frage mich gerade, ob das Wort detrimental in der deutschen Sprache gibt. Okay, hier muss ich nach rechts fahren. Hier muss ich in der Mitte. Leute, yeah. Oh yeah. Ach nö. Oh Gott, ich hasse sowas. Oh, daran erinnere ich mich. Ja, ich erinnere mich an den Abschnitt. Wir haben 16 von 50 Münzen, Leute, und wir haben fast 10 Minuten verplempert. Oh yeah. Wir sind so gut. Das sind eigentlich 32%. Oh yeah, ich kann rechnen, obwohl ich am MNG bin. Mhm. Oh mein Gott. Ich hasse dich, Ecke. Ich hasse dich wirklich. Ihr wisst ja, was wegen Videospielen habe ich eigentlich. Ein Hass auf Treppen, ein Hass auf Kisten, ein Hass auf Türen. Jetzt auch noch ein Hass auf Ecken. Ernsthaft? Ja. Und ein Hass auf Magier und Fernkämpfer. Natürlich darf man das nicht vergessen. Obwohl, Magier gibt es im richtigen Leben Gott sei Dank nicht. Aber das ist ja cool, wenn man eigentlich. Nein, ich darf nichts. Nein. Denk an glücklich machende Sachen. Ja, jetzt habe ich endlich Ferien. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Heute war eigentlich ein schöner Tag. Es hat geregnet. Yay, es ist nicht mehr 25 Grad im Schatten. Wow. Endlich, ich darf wieder losleben. Heute war einfach ein. Okay. Rüberspringen. Nach links fahren. Man muss wirklich daran denken, dass man in die andere Richtung fahren muss. Okay. Nein. Okay. Was war da wieder los? Bin ich irgendwie.
Ah, stimmt. Nee. Ja, bringt jetzt irgendwelche Münzen. Nein, ich habe eine verpasst. Nein, ich habe eine Münze verpasst. Nein. Ich und mein verdammter OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Das habe ich im Videospiel einfach. Das ist einfach ein... Vor allem in so Videospielen, die man auf 100% schaffen kann. Nein, ich bin kein Fan von Trophäen, aber ich bin ein Fan von In-Game Rewards. Wie zum Beispiel hier die Concept Art und so. Ich dachte gerade, wir würden runterfallen. Und mühselig irgendwo... Ja, wieder neu anfangen müssen. Okay. God damn it. Warte, andere Seite. Okay. Gut. Da muss ich aufpassen. Das ist ja nicht dumm, was ich da mache. Ich könnte eigentlich auf die... Warte. Und hier... Oh yeah. Puh. 19 von 50. We are making progress. Oh mein Gott. Nein, eine Münze. Nein. Wieso verpasse ich immer die erste Münze? Tut mir leid, Leute, aber das muss sein. Mann. Das Spiel bringt mich noch an den Rande des Wahnsinns. Wieso konnte ich nicht einfach sagen, ja, cool, das machen wir jetzt einfach normal. So. Ich zeige euch das Spiel. Das heißt, es ist ein großer Teil meiner Kindheit und so. Nö. Natürlich 100% run. Ist klar, ne? Ist klar. Manchmal frage ich mich, wieso ich mir das antue. Ja, ich weiß es nicht. Das macht irgendwie Spaß. Ich mag fordernde Spiele. Ich hasse Spiele, die nach 5 Stunden schon vorbei sind. Aber ich kann einfach... Ah, sehr schön. Einfach geradeaus fahren. Das ist super. Nö, heute nicht. Heute nicht, Kollege. Heute nicht. Wupp. 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 Einfach auf... Die Dings fahren, okay. Jetzt kommt. Voll krass hier. Uah, Kurven! Münze! Hier irgendwo ist die Münze. Haha! In your face, Coin. In your ah. Okay. Wieso passe ich die Münze? Ich hätte einfach nur geradeaus fahren müssen. Tut mir leid, Leute. Meine Nachbarn tun mir leid, wenn sie mich hören können. Falls sie mich hören können. Oh Mann. Du wirst wahrscheinlich denken, dass ich megamäßig übelste Monologe führe. Also eigentlich führen Let's Player Wow. Krass. Monologe. Ich meine, irgendwie tun sie das. Tun wir das. Ich bin ja auch. Nein. Sorry. Manchmal ist es einfach, irgendwas einfach nur irgendwelche Sounds zu machen und dann einfach denken, okay. Aber geradeaus, geradeaus und Drehung und auf die Seite fahren. Ich habe einen Linksdroll. Scheint mir. Und zack und boom, baby. Bams. So, dort geradeaus fahren. Dann haben wir, wow, wir haben mehr als die Hälfte der Münzen, Leute. Wir haben mehr als die Hälfte der Münzen. Wo war das jetzt? Hallo, Münze. Wie geht es dir? Oh Gott, nein. Oh Gott, danke. Oh Gott, no. Nein. Oh. Nein, Bumpy! Ich hab Bumpy verpasst, nein. Wieso tue ich mir das an? Wieso tue ich mir das an, wirklich? Nein, frag mich nicht, ob ich Crash für euch Let's Playen soll. Das mache ich, das tue ich mir nicht an. Oder den ersten Teil von Rayman. Das könnt ihr gleich vergessen. Nein, das könnt ihr einfach gleich vergessen. Spyro, das ist was anderes. Spyro kann ich spielen. Bei Crash will ich die Hälfte der Geheimnisse nicht. Das war bei den ersten paar Teilen für die... Oh, für die Plazy 1. Ne? Ja, ich habe bisher noch keinen einzigen Crash-Teil auf 100% geschafft. Ernsthaft nicht. Meistens sind es die verdammten Kisten. Ich meine, ich schaffe es, einige Level auf 100% zu spielen. Ne? Das ist klar, aber vor allem die Level mit dem Leuchtkäfer, die sind so schlimm. Die sind einfach nur abgrundtief hässlich. Vor allem, wenn man Kisten holen muss, wegen
wegen der Edelsteine, denkt man sich, oh nein, verdammt. Ah, hier muss ein Abgrund sein. Hier irgendwo ist ein Abgrund. Ich traue das dem Spiel zu, ne? Okay. Nein, anderes. Mein Gehirn ist um 22:30 abends nicht fähig, höhere kognitive Leistung zu erbringen. Gut, dass ich Ferien habe. Ich werde die Ferien eigentlich sehr oft Let's Playen können und ich freue mich schon drauf. Vor allem ist es cool. Ich hoffe einfach, dass meine Laune jetzt einfach mithält, weil ich war jetzt eigentlich 16 Tage gut gelaunt. Das ist eigentlich so sozusagen ein Rekordwert. 16 Tage durchgehend gut gelaunt. Das war halt eigentlich weniger als 5 Launenabstürze pro Woche. Ich hatte eigentlich nur 2. Heute war eigentlich schon. Heute war meine Laune im Keller. Aber jetzt ist sie wieder hoch, weil ich Luigi's Mansion 2 gespielt habe. Und ich habe Eiscreme gegessen und der Ruiter, wie heißt, Sprinkles und wow. Smooth Move. Und so. Und ja. Ich habe einen neuen Follower auf Tumblr. Habe ich es vorhin gemerkt, als ich auf Tumblr war. Oh ja, sobald das Infovideo hochkommt, keine Angst, Leute, das war dumm. Ich arbeite am Skript momentan. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Aber ich arbeite am Skript. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar Seiten vor. Also, euch mal zeigen, was ich sonst noch mache, neben dem Let's Play und so. Oh nein, ich darf nicht zu viel verraten. Es wird schon rauskommen. Wahrscheinlich in den Sommerferien, aber es wird rauskommen. Das ist ein Versprechen, Leute. Oh, du kannst nicht mal Kreuzweise spielen. Ja. Hm. 17 Minuten, Leute. Wir haben nicht ein Level. Wir haben das Level beendet, aber das war jetzt nicht wirklich viel. Aber 17 Minuten, Leute. 17 Minuten. Das ist fast ein Drittelstunde. Oh mein Gott, wieso benutzt man eigentlich nicht eine Drittelstunde? Man benutzt eigentlich eine Viertelstunde und eine halbe Stunde. Dreiviertelstunde. Ich meine, wäre eine Drittelstunde nicht auch irgendwie cool? Es ist ein Drittel nach 12. Oh, es ist ein Drittel vor 1. Es ist 2 Drittel nach 12. Nein, das tippt doof. Ich nehme es zurück, Leute, das tippt doof. Ich sehe es schon vor mir. Ich werde es irgendwann aus Versehen der Schule benutzen. Da gucken mich alle doof an. Wie zum Beispiel den Ausdruck voll Afro. Den habe ich und eine Freundin von mir gefunden. Als sie nicht wusste, wie sie irgendwas voll Lustiges bezeichnen soll, hat sie einfach gesagt, das ist voll Afro. Und ich dachte, oh ja, das ist voll Afro und ich benutze das seither. Und einer meiner Klassenkameraden, also Lateinkameraden, um es so zu sagen, der hatte einen coolen Afro. Und der heißt Olaf. Der hat sein Afro einfach rasiert. Ich meine, stellt euch vor, ihr kommt morgens in die Klasse. Und auf einmal seht ihr diesen Kollegen da, ohne Afro. Nightmare Fuel. Wieso? Ah, ich kann das nicht mehr. Ich bin müde. Ich sollte mich zur Ruhe betten, aber... Ja. Ich wollte noch Let's Play, verdammt. Und ich hatte bis vorhin keine Chance. Und jetzt habe ich endlich eine Chance und... Na, jetzt verbocke ich einfach alles, Mann. Aber es wäre doch langweilig, wenn ich alles aus dem ersten Move raussage. Yeah. Also im ersten Versuch schaffen würde. Das wäre doch wirklich langweilig, ne? Das wäre es. Ich meine, bei Ape Escape 2 war es eigentlich wirklich so. Aber jetzt... Hier könnt ihr sehen, was... das Spiel ist nämlich nicht wirklich einfach. Vor allem in den späteren Level nicht. Wie jetzt hier, wo man voll aufmerksam sein muss. Und wer mich kennt, weiß, dass ich oft voll aufmerksam bin. Weshalb ich auch so gut in Adventure Games bin. Hust. Wie komme ich jetzt auf Adventure Games? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber die Ferien werde ich Darksiders 1 zu Ende spielen. Privat natürlich. Hoffentlich hat es kein Sad Ending.
Nein! Oh yeah. Danke, Spiel, hast mich gerettet. Nur um mich an einer anderen Stelle wieder zu verdammen, oder? Ist klar, Spiel, das verzeih ich dir, aber... Ich soll... Okay. Hier irgendwo werden wir gedreht. Jetzt steuere ich in die andere Richtung. Sehr gut. Okay. Ich bin gerade stolz auf mich. Ich steuern. Springen. Hier irgendwo habe ich doch... Hier irgendwo habe ich doch eine Münze verpasst. Nein, ich habe Vampi verpasst. Okay, Leute, aber... Jetzt pausiere ich, denn wir haben 20 Minuten erreicht. Ich hoffe, die heutige unproduktive Episode hat euch gefallen. Mir hat es doch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt... Voll... Hier geht voll die Bahn ab. Nein, hier geht die Post ab. Achterbahn halt. Bis dahin haltet die Ohren steif. Tschö, Leute.